Meine lieben Zuseher, wir berichten heute wieder vom Autokorso in Schwechat. Der Weg führt uns vom Concord Park in Schwechat über die Simmeringer Hauptstraße, dann Rennweg Schwarzenbergplatz Ring, vom Ring zum Franz-Josefs-Quai, dann wieder Ring, Schwarzenbergplatz, Simmeringer Hauptstraße und zurück zum Concord Park in Schwechat. Wir werden, Sie sehen gerade, hier stehen schon einige Autos, die sich hier versammeln. Start ist um 12 Uhr. Wir haben jetzt ca. 11.30 Uhr. Wir werden ein paar Interviews machen, um zu erfahren, warum diese Teilnehmer hier dabei sind. Der Veranstalter, der da beklebt. Ich grüße dich, wir kennen uns ja bereits von den letzten Autokursos. Bitte sag uns, welche Themen ihr heute zum Ausdruck bringen wollt bei diesem Kurs. Ja, wir wollen heute die Themen zum Ausdruck bringen. Keine PCR-Tests in den Schulen, keine Maske in den Schulen, die gesamte Bundesregierung mit das sofort zurücktreten. Das wird heute das Thema sein. So, hier ein Teilnehmer, links mit rot-weiß-roter Fahne und rechts, schauen wir mal. Okay, Wiener Kennzeichen, aber steirische Landesflagge sieht man da. Ja, dürfen wir fragen, warum Sie teilnehmen an diesem Kurs? Um die Demokratie zu retten. Genau. Wie kann man die Demokratie retten, Ihrer Meinung nach? Dass wir unsere Freiheit, um unsere Freiheit kämpfen. Hier haben wir einen jungen Herrn mit einem Symbol auf dem Shirt, kurz muss weg. Ja, warum nehmen Sie an diesem Corso teil und was erwarten Sie sich dann in Zukunft von der Regierung? Also ich mache bei dem Corso mit, weil mir der Regierung voll im Arsch geht und das eigentlich weggeht die Regierung, weil sie 13 Monate nichts gemacht hat und in Wirklichkeit uns die ganze Zeit nur angelangt hat. Und was erwarten wir von der Politik? Am besten war überhaupt die ganzen Parteien weg einmal und dass wir uns selber regieren dann, in Wirklichkeit. Alles selbstbestimmt macht. Ganz einfach. Politik weg. Was hältst du generell von den Maßnahmen der Regierung, also sprich Maskenpflicht, dann Eintrittstests und so weiter? Es geht alles vorbei in Wirklichkeit, weil das ist ja nicht normal, was die da treiben. Ich mein, wir reden von einem Coronavirus. Virus haben wir alle in uns drinnen. Ich meine, wenn man sich die Werte anschaut, was da vor 2017 war, wo mehr Tote waren, als wir jetzt gehabt haben. Ich meine, der übrigens ja alles wegen Masken, dann testen und was weiß ich. Also entschuldige mal, weg damit. Was soll das? Meistens die gleichen Themen. Nein zu den Corona-Tests. Wir wissen, wann wir krank sind. Muss mit einem tollen T-Shirt, kurz bis weg, Corona-Widerstand, ORG. Darf ich noch mal kurz fragen, für was das Ganze geplant ist es ja eigentlich zu der Demonstration, die Thematiken sind das, nicht? Genau, ich schaue, dass ich beides verbinde, mein Engagement mit meinem Verdienst. Ich bin positiv und bin ein pausierter Wirt im Prinzip. Ja. Und ich verdiene mit den Buttons mein Geld und für die Petition setze ich mich ein. Danke, Herr Bundeskanzler Kurz, Sie dürfen gehen. Wir brauchen einen neuen Trainer. Er hat insgesamt mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Das ist das, was die Petition aussagt. Super, warte, dann schwenkt man da mal rein, was da alles gibt drinnen.
Also das Übliche, was die meisten Österreicher ja. Es sind verschiedene Themenbuttons, manche sind regierungskritisch, dann gibt es allgemeine Themen, die auch vielleicht später gelten sollen. Eben ich will wieder Reisefieber zum Beispiel. Und dann gibt es eben auch unterstützende Button, zum Beispiel wie dieser Maskenbefreit-Button, der ist mittlerweile auch gebrauchsmustergeschützt vom österreichischen Patentamt. Der soll deeskalierend wirken, wenn ich halt jetzt dementsprechend im Alltag unterwegs bin. Der soll eine temporäre Blindenschleife sein, mehr oder weniger. Der soll natürlich dann auch wieder fallen, wenn die Maske gefallen ist. Aber nach meiner Einschätzung wird das nur eine Zeit dauern, leider. Gell? Die Leute sind verunsichert. Für die gute Arbeit, die du machst, für die super Organisation. Ich will dir das überreichen, das ganze Team, alle was fahren. Danke. Bitte. Jennifer, das gleiche für dich. Boah, ein kleines Präsent für euren Ehrgeiz, für eure Kraft, was ihr gebt. Für eure Urkunde, für deinen unermüdlichen Einsatz vieler Veranstaltungen. Mit meinem Namen, ich sage Dankeschön. Bitte, bitte. Danke. Auch an euch ein Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Nun geht es endlich an den Start. Es geht los. Wir warten schon seit über einer Stunde. Es wurde auch Zeit. Der Weg führt uns jetzt nach Schwechat. We'll be right back.
das war der Autokorso von Schwechat Wien. Wir verabschieden uns und wir sehen uns das nächste Mal morgen, 25.04. Da findet der Südburgenland-Korso statt. Beginn ist Leupersdorf-Kitzladen. Mehr dazu bei meinem morgigen Bericht. Danke fürs Zusehen.